Wenn Pater Cyril im Kloster St. Ottilien unterwegs ist, hat er die Vergangenheit fast ständig vor Augen. Und zwar durch die Gebäude, in denen jüdische Menschen in der Zeit von 1945 bis 1948 eine Zuflucht fanden. Tafeln wie diese begleiten einen Erinnerungsweg, der sich auch mit der damaligen Nutzung der Gebäude beschäftigt. Also heute ist das Haus, vor dem wir stehen, ein Gästehaus, vor allem für Gruppen und Jugendliche. Und 1945 war das Teil vom Krankenhaus und es wurde im Frühjahr 1946 geräumt für die schwangeren Mütter des Krankenhauses. Im Kloster war es so, das war so eine kleine Welt für sich. Hier war ein deutscher Ärztestab, 15 deutsche Ärzte, 120 deutsche Krankenschwestern. Und ungefähr 1500 verwundete Soldaten. Das war so eine Welt für sich, Selbstverwaltung. Und dann kamen zu dieser Welt jetzt auch noch die jüdischen Häftlinge hinzu. Zunächst ungefähr 400, die hier aufgenommen wurden in dieses Krankenhaus. Und kurz danach kamen dann die Mönche wieder zurück, also soweit die nicht eben in Kriegsgefangenschaft sich befanden. Verletzte deutsche Soldaten und befreite jüdische KZ-Insassen lebten also direkt nach Kriegsende gemeinsam im Kloster St. Ottilien. Historische Aufnahmen geben einen Eindruck aus dieser Zeit. Die Alliierten bombardierten kurz vor Kriegsende einen Güterzug in der Nähe von St. Ottilien, ohne zu wissen, dass dieser mit jüdischen Häftlingen besetzt auf dem Weg in das KZ Dachau war. Die Überlebenden dieses Bombardements schlugen sich bis ins Kloster durch. Später kamen weitere KZ-Überlebende dazu. Diese Menschen, die hier gelandet sind, die hatten alles verloren und vor allem hatten sie oft die ganze Familie verloren. Und die wussten gar nicht, was sie noch mit sich anfangen sollten, mit ihrem Leben. Es gab auch einige Selbstmorde hier von Menschen, die gar nicht mehr wussten, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Und man sieht es ja auch auf den Bildern dieser Zeit, die Leute, die schauen überwiegend aus wie betäubt und ganz abwesend. Und es ist auch die Schilderung von damaligen Erfahrungen, Begegnungen so, dass die Leute alle etwas apathisch waren. Hat natürlich auch körperlich zu tun. Die waren ja gequält worden in den Lagern und körperlich total abgemagert, 30, 40 Kilogramm. Den Anstoß, diesen Erinnerungsweg zu gestalten, gaben Angehörige der Überlebenden von damals. Mit vielen von ihnen hat Pater Cyril persönlich gesprochen. Und jedes Mal war das sehr bewegend, weil jeder hat erzählt, wie das war mit seiner Familie. Und ja, das ist eine Mischung dann von entsetzlichen Geschichten und auch sehr schönen Geschichten. Weil man lässt eine schreckliche Vergangenheit hinter sich und versucht, sich ein neues Leben aufzubauen. Und das hat mich doch immer sehr berührt. Und irgendwann war doch klar, das muss man würdigen. Es geht doch jetzt nicht, dass die Leute jetzt immer so höflich anfragen, ob sie überhaupt kommen dürfen. Und das muss man einen offizielleren Rahmen finden. Deswegen wurde der Erinnerungsweg mit seinen 12 Tafeln gestaltet. Pater Cyril hat sich umfassend mit der Geschichte der Menschen im Kloster in den Nachkriegsjahren beschäftigt. Nahezu alle der jüdischen Bewohner wollten Deutschland so schnell wie möglich verlassen. Allerdings war das nicht sofort möglich. Erst als der Staat Israel gegründet wurde, konnten sie im Jahr 1948 ausreisen. Bis dahin haben sie sich im Kloster mit großer Kraft und großem Engagement für die Selbstgestaltung ihres Lebens eingesetzt. Kindergarten, Talmudschule und eine eigene Geburtenstation wurden eingerichtet. 428 Babys kamen hier zur Welt. Und manchmal sind die Besucher von heute die Neugeborenen von damals. Also das Intensivste an Begegnung, das ist immer, wenn Kinder kommen, die hier geboren wurden. Und das hat oft eine etwas humorvolle Seite, weil der Einstieg ist oft der, in ihrem Pass steht St. Ottilien und sie wollten immer mal wissen, wo dieser Ort ist, in dem sie geboren sind. Das hat oft lange gedauert, bis sie sich interessiert haben, warum steht in meinem Pass St. Ottilien und bis sie rausgefunden haben, wo das überhaupt ist. Für manche ist auch wichtig, dass sie ihre Enkel heranführen, denn viele der Enkels sagen, lasst mich in Ruhe mit diesen Geschichten, wir wollen nichts mehr davon wissen. Und hier ist es oft sehr niedrigschwellig, die Heranführung an jüdische Geschichte. Weil viele sind zuerst in Dachau, weil Dachau war ja zunächst mal für die Familie
die nächste Station, als wir nach Deutschland verschleppt wurden. Und es ist dann grauenhaft einfach, weil Dachau, da ist man ganz erschlagen bei so einem Besuch. Und anschließend ist oft der Besuch hier aufbauend für viele. Und auch das soll der Erinnerungsweg in St. Ottilien leisten. Ein Mutmacher zu sein für all diejenigen, die sich mit den Ereignissen hier kurz nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen.